Moin und Metal, liebe Leute. Was ist passiert seit gestern? Nicht viel. Rainerle hatte sein Auto vor der Pinea wieder geparkt. Es ist nicht mehr da. Heute Morgen war es nicht mehr zugegen. Er ist weitergezogen. Wir werden sehen, wohin. Das erste Video von Rainerle nach der Gerichtsverhandlung lässt noch auf sich warten. Ich bin sehr gespannt auf dieses Video. Es wird natürlich kommen, machen wir uns nichts vor. Aber solange werde ich mich ein bisschen mit altem Matt begnügen. Und zwar ganz genau mit den Kochvideos. Gestern haben wir gesehen, wie man, oder wir haben es nicht gesehen, wie man ein Zwiebelsahne-Schnitzel zubereitet. Aber an die Zutaten kann ich mich noch erinnern. Ein Fosco-Tiefkühlschnitzel, Tiefkühl-Jahr-Pommes, Maggi-Fix, Zwiebelsahnehähnchen, zwei Tüten, Sahne und, wenn man möchte, eine frische Zwiebel. Das alles zusammengewürfelt ergibt ein wunderbares Gericht, was der Lord uns gestern gezaubert hat. Naja, jetzt schauen wir mal das zweite Kochvideo aus diesem alten Jahr an, 2017. Das Zwiebelsahnehähnchen kam im Januar und dieses hier kam im Dezember. Das heißt, er hatte sehr viel Zeit zwischendurch, seine Kochskills zu verfeinern und auch seine Aufnahmekünste. Schauen wir mal, wie viel ich diesmal von der Zubereitung sehen werde und vom Endprodukt. Sehr toll, Rainer, sehr toll. Metal, Leute, servus und Metal. Ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ah, wunderbar. So kann man ein Video starten, Rainer, indem du dich umdrehst und weggehst. Es ist klasse. Ah, schön ist das. Die alte Schanze, ne? Wie sie da noch stand. Wie chancenreich Rainer damals noch war. Schönes Kabel hier. Ein Träumchen. Da gab es sogar noch Gardinen. Schaut mal. Gardinen gab es auch noch. Poster waren natürlich an der Wand. Ah. Aber eigentlich fast dieselbe Kameraposition wie Zwiebelsahne-Hähnchen-Schnitzel. Wahrscheinlich hat er die Kamera wieder auf der Mikrowelle platziert, wo er die Macaroni-Schachteln eingeschmissen hat. Oh Gott, der alte Mann. So. Rainer, du hast nur was aus diesem Schrank unten rausgeholt. Eieiei, damals schon, ne? Ja. Heute will ich mir was zu essen machen und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache ein kleines Video dazu. Ja. Weil sich immer so viele drüber aufregen oder sagen, machen wir wieder ein Kochvideo. Ja, weil du nicht kochen kannst, Rainer. Was du da zusammenwürfelst, ist Nährschlamm. Und deine Kochvideos sind halt, ja, weiß ich auch nicht. Unterhaltsam? Aber nee, nicht unterhaltsam. Es ist eher so unfassbar, was du da kochst. Ich verstehe nicht, wie du dann auch noch sagen kannst, du bist ein guter Koch. Das ist es wahrscheinlich, ja. Und Rainer, wo ist dein Hoodie? Dir fallen doch die ganzen Haare wieder ins Essen. Also bitteschön, da habt ihr eins. Was war denn das? Was war denn mit der Pfanne los? War da die ganze Beschichtung schon weg? Hab da eins. Warte. Okay. Ja, super, Rainer. Also da würde ich auf jeden Fall drin kochen wollen. Ja gut. Macht es wahrscheinlich sogar noch besser. Nicht mehr die schönste, aber sie tut jetzt weg. Ich schmeiß die weg, Rainer. Hol dir eine neue. Einige Sachen, denn so. Ich mache mir heute. Ja. Moment, kurz mal durchgucken.
Ich mach mir heute. Erstmal zum Regal gehen mit den ganzen Fertiggerichten oder diesen Fertig-Maggi-Packungen. Da blätter ich mal durch. Was mache ich mir denn heute? Zwiebelsahneschnitzel hatte ich vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr. Ja, okay, Rainer, okay. Du Profikoch, ne? Also ein normaler Mensch würde vielleicht seine Rezepte so durchschauen. Heute, ich habe noch das und das da. Eigentlich könnte ich das und das draus zaubern, ne? Aus den Resten von gestern. Aber finde ich passend, ja, super. Das ist Rahm-Champignon. Das ist Champignon-Rahm. Was ist da der Unterschied? Das eine ist wahrscheinlich von Knorr, das andere ist von Maggi, denke ich mir. Keine Ahnung. YOLO. Oh. Also, ich mache mir heute mal Champignons. Aus der Dose? So. Ja. Oh Gott, die widerlichsten Champignons, die man sich holen kann. Also wirklich. Es ist ja jetzt kein Hexenwerk, diese Dinger einfach frisch zu kaufen, ne? Diese Champignons, nein, aus der Dose sind widerlich. Nein, einfach nur nein. Und ich esse wirklich gerne Champignons. Champignons mit Champignon-Rahmsoße, Hackfleisch und Moment. Pommes. Wo ist es? Hier. Geschnitze, ey. Mit Spaghetti. Oh, okay. Ja, eine vollwertige Mahlzeit, ja. Dazu gibt es außerdem. Ich habe hier das weggehört, verdammt. Dazu gibt es außerdem Pfannengemüse, Schinken, also nicht Schinken, sondern Champignon. Also es ist eine Champignonpfanne. Hör mit diesem scheiß Geschnipsel auf, Rainer. Es ist nervt. Und was, wie viel willst du dir denn da reinhauen, sag mal? Du hattest doch schon Champignons. Und dann noch Schinken? Ja, im Prinzip eigentlich recht einfach, was es heute zu machen gibt. Ich muss das Hackfleisch anbraten, dafür nehme ich den Wok. Einfach deswegen, das ist eine Wokpfanne, einfach deswegen, weil ich da drinnen, wenn ich das anbrate, schön das Hackfleisch anbraten kann und die Soße direkt in das Hackfleisch einrühren kann. Das ist auch sein Geheimtipp, ne? Die Soße immer da schön mit ins Fleisch rein, da wo das ganze Fett ist. Das heißt einfach im Klartext, das ist weit schöner. Wow, Autofokus. Okay. Hallo? Hä? Okay, die Kamera, das war der Autofokus irgendwie im Arsch. Also ich mache das in der... Nee, Rainer, die kann einfach dieses riesige Gebilde da, was vor ihr ist, gar nicht mehr erkennen. Die weiß gar nicht, was mit ihr abgeht da. In dem Wok, in der Wokpfanne, einfach aus ein paar verschiedenen Gründen. Einer der Gründe ist zum Beispiel, dass ich dadurch direkt die Soße einrühren kann, die Pilze mit anbraten kann, einrühren kann. Das ist einfach praktischer, weil ich dann das gleiche hohe Ding habe. Man könnte es theoretisch auch direkt im Topf machen, das Hackfleisch ein bisschen anbraten und so weiter. Mache ich aber sehr ungern tatsächlich, einfach nur, weil ich nicht gerne 100.000 Sachen einsäue. Fränkisch, blöder Spruch. Das ist doch nicht fränkisch. Etwas einsauen ist doch nicht, ist kein fränkischer Dialekt, das ist deutschlandweit, wirklich. Ich nutze das auch. Ja und, dann macht man das später wieder sauber. Wo ist das Problem? Ein Suckel, ein Sau, wie auch immer. Heißt im Klartext einfach nur, es ist praktischer und ich muss hinterher nicht so viel abspülen. Tust du doch eh nicht, Rainer, also wirklich. Tja, das war's eigentlich schon dazu zu sagen. Als erstes hole ich mir jetzt Wasser. Mach mal. Was soll das jetzt? So. Wie viel Mühe sich damals noch gegeben hat mit Wasser. Videos. Meine Güte. Den stelle ich jetzt in diesem Fall auf die hintere Platte, die ich auch direkt anmache. Mach mal an. Dann haue ich noch ein bisschen Salz rein. Und Deckel so. Drauf. Und ich warte. Ja, du solltest da einen Deckel drauf machen, Rainer, denn dann geht viel Energie verloren, wenn da kein Deckel drauf ist. Nur mal so.
Aber hey, Energiesparlord und Kochlord. Und ich warte, Nee. Gut, das sind die Nudeln. Es sind in dem Fall jetzt Spaghetti. Man kann auch andere Nudeln nehmen. Ich mache jetzt das mit Spaghetti, einfach weil die offen sind. Ja. Man kann Nudeln machen kalt, man kann Nudeln machen warm, ne, Reinhard? Ja. Und ich die nicht zu lange offen lassen möchte, hier rumstehen lassen möchte. Es sind Nudeln, Reinhard, das interessiert die überhaupt nicht. Wirklich. Solange die nicht in irgendeiner Dampfsauna sind oder so. Also halten die sich ja ewig. So, auf den vorderen, jetzt brauche ich noch Öl, Moment. Hier ist dann gleich der Kühlschrank. Ich habe noch Olivenöl. Hm. Ich habe keine Zwiebeln. Oh nein. Das ist natürlich mal wieder hervorragend, Rainer. Oh, von sich selbst in der dritten Person sprechen, zeugt das nicht von Schizophrenie? Ach, Rainer, ne. Ja. Hm. Ja. Du hast keine Zwiebeln. Egal. Habe ich eben keine Zwiebeln. So. Aber wie viel Mühe er sich damals noch gegeben hat, ne? Wirklich. Er hat Musik eingespielt, hat dieses Bild und diesen Text eingespielt, hat teilweise noch geschnitten. Hatte richtig Ambitionen. Hm. Also wie gesagt, ich habe hier das Pfannengemüse jetzt in einer Schale, weil die eingefroren waren. Und wenn ich das nicht in eine Schale mache, dann habe ich im Kühlschrank ewige Sauerei. Und da ich das nicht gleich mache, wenn ich es kaufe, bleibt das im Kühlschrank in einer Schüssel. Ich werde jetzt erstmal mich... Ich verstehe das nicht. Was? Wie viele Zutaten hast du denn da jetzt überhaupt? Warum haust du da jetzt noch Pfannengemüse rein? Das passt doch gar nicht. Also diese Nudeln mit dieser Champignon-Rahmsoße kann ich ja vielleicht noch verstehen. Ist halt so ein Kindergedanke, ne? Meins ist es nicht, aber wenn man 12, 16 ist, von mir aus. Dann das Hackfleisch natürlich und dann noch zusätzlich diese Dosen-Champignons, die zwar widerlich sind, aber gut, gönnen sie dir, Rainer, gönnen sie dir. Aber dieses Pfannengemüse, das passt da doch überhaupt nicht rein. Aber so gar nicht. Ich glaube, das hat er auch nur zur Zierde und zu zeigen, dass er auch Gemüse ist. Alles vorbereiten. Das Wasser ist ja schon mal soweit da. Jetzt mache ich mal schnell das Wasser aus den Dosen. Aus denen hier raus. Sag mal, Rainer, was für Portionen kochst du denn da? Da wird ja eine ganze Familie von satt. Ah. Sagt, diese Ambition, die er noch hatte, Musik eingespielt. Klasse. Das war nicht ganz damit habe ich frische Champignons. Naja, was heißt frisch? Es ging hier frischer natürlich, klar, aber jetzt sind jetzt halt aus dem Topf. Ja, klar. Du machst ja sonst, also sag doch bitte, du machst sonst immer frische, aber jetzt ausnahmsweise. Aber wirklich nur diesmal ausnahmsweise hast du jetzt die Dosen Champignons von Jahr genommen. Dritte Wahl wahrscheinlich. So. Vorbereitung ist beim Kochen meiner Meinung nach das A und O. Und ohne gute Vorbereitung macht es keinen Sinn zu kochen. Weil wenn man nicht gut vorbereitet ist, hat man hinterher das Problem, dass man Hektik hat, wo man eigentlich keine bräuchte. Nein, Rainer. Das Problem ist, dass du einfach nicht nach Rezept kochst. Beziehungsweise, ja, du hast diese Tüte, wo ein Rezept draufsteht. Aber besorg dir doch einfach mal ein Kochbuch. Kauf frisch ein und dann machst du dir auch einen Plan für die Woche. Also man kann das halt machen am Anfang, wenn man halt noch nicht so die Erfahrung hat im Kochen, macht man sich einfach einen Plan. Was koche ich dann und dann? Dann kann man auch die Zutaten je nachdem variieren und einsetzen, sodass man so gut wie gar keinen Verlust hat. Und nichts wegschmeißen muss. Dann macht man an dem einen Tag macht man dann irgendwie Kartoffeln mit das und das. Am nächsten Tag gibt es dann Bratkartoffeln. Ne? So, die übrig gebliebenen Kartoffeln einfach weiterverwerten. Oder ein Auflauf, dann danach Kartoffelauflauf, was weiß ich. Aber du hast ja deine Sammlung an Maggi-Tüten, aus denen du dann auswählst. Und dann schmeißt du alles zusammen, was auch nur irgendwie entfernt zusammenkommen kann. Wie gesagt, dieses Pfanngemüse, das irritiert mich noch immer. So.
Okay. Ich reiße die Packungen gleich auf und stelle sie hier zur Seite. Zu wissen. So. Das sind jetzt in dem Fall solche von Knorr. Ah, Knorr. Ist jetzt ein Fix. Ja, aber ausnahmsweise, wirklich nur ausnahmsweise. Normalerweise frisch, mit richtigen Gewürzen, ne? Und die hackt er auch auf dem Hackbrett, diese Gewürze. Eigentlich zieht er sie ja sogar im Garten, aber wahrscheinlich, weil jetzt Winter ist, geht das natürlich nicht. Schade. Ne? Richtig, richtig schade. Passt schon, abends muss ich das mal machen. Gut. Könnte ich auch so machen, ist aber halt ein bisschen blöd, wenn ich die Zeit nicht habe dazu. Er hat die Zeit nicht, Reinerle. Also wenn du eines hast, dann Zeit. Wirklich. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum dieser Mensch immer sagt, er hat keine Zeit. Er sieht ja aber auch wirklich alles als Arbeit an, ne? Er hat es ja mal gesagt, ich arbeite quasi 24 Stunden, weil ich selbstständig bin. Ja, Rainer, wenn man selbstständig ist, arbeitet man quasi 24 Stunden, weil man ja für sich selber arbeitet, ne? Und nicht für einen Arbeitgeber. Aber man muss sich seine Zeit auch selber einteilen, seine Arbeitszeit und seine Freizeit. Aber das hast du auch nie wirklich begriffen und geschafft. So. Ey, bist du arbeitslos? Ja. Nein, bin ich nicht. Ich bin YouTuber. Nein, ja. Oh mein Gott, gut, von mir aus. Gönn dir den Titel YouTuber, Rainer. Aber du arbeitest halt nicht wie ein normaler YouTuber. Der Schlüssel hier ist essentiell wichtig. Und zwar, ich brauche jetzt einen Messbecher, den habe ich schon hier stehen. Ich brauche für... Wie viel brauche ich? 100 Esslöffel kaltes Wasser. Champignon im... 100 Esslöffel kaltes Wasser? Moment, hat er das wirklich gesagt oder habe ich gerade... Für... Wie viel brauche ich? 100 Esslöffel kaltes Wasser. 100 Esslöffel kaltes Wasser. Ja, gut. Dann mal los, Rainer. Viel Spaß beim Abmessen. Champignon im... Was? Champignon in etwas heißem... Öl anbraten. Das macht man dann in der Pfanne zusammen mit dem Hackfleisch. Ja, mach mal diese mit Wasser vollgesaugten Dosen-Champignons in der Pfanne anbraten. Sehr gut. Sehr gute Idee. Das ist einfacher. Champignons putzen, das brauche ich nicht, weil ich habe Pilzdinger. So. Genau. 100 Milliliter. Ich habe ja Pilzdinger, ja. 100 Liter kaltes Wasser und die Kochsahne. Was? Zugießen. Achso. Oh, tut mir leid, also wirklich. Mann, wie ein Grundschüler, der liest. Also ich will mich ja jetzt nicht über Legasthenie lustig machen, ne? Mein Bruder ist selber Legastheniker. Aber der liest auch oder hat sich das abtrainiert. Beziehungsweise diese Lese-Rechtschreibschwäche, die er hat. Der hat halt auch selber dann Bücher gelesen. Und merkt man heute gar nichts mehr von. Der hatte in der Schule Probleme, aber der hat daran gearbeitet. Und Rainer tut das aber nicht. Rainer arbeitet nicht an sich selber. Das Problem ist immer jemand anders. Diese doofe Packung. Einrühren. Beutel einrühren. Okay, also ich brauche 200 Milliliter, da ich zwei Dinger habe. Die hole ich mir jetzt schnell. Kleinen Moment. 200 Esslöffel brauchst du. Das ist jetzt ein bisschen mehr. Das sind jetzt 250 oder... Ja, okay. Warum? Das sind 250. Bisschen mehr, bisschen weniger. Ist nicht ganz so schlimm. Rainer, da steht 200. Warum nimmst du dann 250? Immer dagegen, ne? Immer dagegen sein. Du weißt es natürlich besser als diese Packung. So, das schütte ich jetzt in den... Das schütte ich jetzt in die Schüssel und rühre das Knorr da schon ein. Na, warum? Hey, das muss doch erst warm sein und kochen. Warum schüttest du es? Ja gut, ist wahrscheinlich egal. Aber immer dagegen sein, ne? Das hat eigentlich einen einfachen Grund. Und zwar habe ich... oder
Obwohl, was rede ich denn da? Ist ja wirklich völlig egal, ob er das in den Topf packt oder da rein. Gönn die rein. Aber er erklärt mir jetzt auch, warum. Spare ich mir dadurch später das Einrühren im Hackfleisch. Und dadurch ist es natürlich im Hackfleisch später nicht ganz so chaotisch. Weil, oder ich spare mir das nicht im Einrühren, sondern ich habe hinterher keine Brocken im Essen. Weißt du, wenn man das jetzt nicht ordentlich einrührt, hat man hinterher halt Pech, wenn man das in Hackfleisch packt und so. So, ich lerne hier noch richtig was. Ich nutze diese Tüten seit 20 Jahren nicht mehr. Wirklich. Also die sind das Letzte. Naja, die sind nicht das Letzte, die sind halt einfach. Es ist halt alles nur Gewürze und Bindemittel ist da drin. Das ist alles. Und das kann man alles sich selber zulegen in seinem Gewürzfachschrank. Aber ich mag die einfach nicht. Nein, ich finde, das ist kein Kochen. Schau da noch mal ein bisschen. Wenn man so unter 20 ist, gar kein Ding. Kauft euch die Dinger, wenn ihr mal schnell was zu essen haben wollt. So what. Aber nicht, wenn du schon über 20 bist, deine eigene Wohnung und deine eigene Bude hast. Und dann behauptest, du bist hier der große Koch. Du hast ja so lange Koch gelernt. Und es gibt einen Unterschied zwischen Kochen und gut kochen. Ne, Rainer, wie du letztes Mal erwähnt hast. Mehr Wasser rein. Einfach, weil ich das weniger als so eine dickflüssige Sahnesoße mache. Ich habe außerdem keine Sahne, das ist das Nächste. Also ich mache das nur mit Wasser. Das geht auch. Ja, natürlich geht das auch, Rainer. Aber nicht so dickflüssig? Soll da eine Suppe draus werden, oder was? Man kann einen Schuss Milch reinmachen. Wenn man möchte, muss man nicht, kann man. So, jetzt mache ich das an, also den Wok und kippe ein bisschen Öl rein. Nicht viel, ein bisschen. Ja, reicht. Zeig es mir bitte einfach, nicht. Dass ein bisschen der Boden bedeckt ist. Hat auch nie verstanden, dass man diese Kochvideos, dass man nur ihn sieht. Nie, was er da wirklich macht. Er hätte die Kamera doch auch hinter sich positionieren können. So, dass man zumindest den Herd sieht. So ein bisschen. Und sich dann immer wieder so oder zur Seite drehen können. Hätte doch auch sich und den Herd irgendwie auf ein Bild kriegen können. Da bin ich mir relativ sicher. Er hat doch auch Stative damals schon gehabt. Er hatte doch auch eine Softbox. Also hat er ein Stativ hundertprozentig. Aber was rede ich hier? Das ist Rainerle. Und das Wichtigste im Bild ist da Rainerle. Gut. Ich habe ja das Hackfleisch jetzt hier so. Es ist schon offen, also es ist kein Deckel mehr drauf. Ja. Und ich mache das jetzt so, dass ich das Hackfleisch schon, bevor ich das in den Topf mache, ein bisschen salze. Das mache ich dann zwar im Topf auch nochmal ein ganz kleines bisschen, aber wirklich nur ein kleines bisschen. Das ist jetzt einfach, damit es einzieht. Pfeffer habe ich auch noch ein bisschen drauf. Ja, gut. Es ist einfach, dass das wirklich auch richtig gewürzt ist. So, ich persönlich, das ist meine Meinung, ja, ich esse es ultra gerne mit Paprika und mit Curry. Also ich hau jetzt beides auch noch da ein bisschen mit drauf. Was ist los mit dir und diesem Curry, Rainer? Das hast du schon in dieses Zwiebelsahne-Schnitzel reingehauen. Also, Curry ist anscheinend, Curry ist halt alles zusammengewürfelt, ne? Ja. Was ist denn das für ein Geschmack dann später? Rahmsoße mit Curry drinne. Das kann ich mir nicht mal vorstellen, wie das schmeckt. Nee, das würde ich so in den Ausguss kippen, glaube ich. Das sind auch so grundlegend meine Gewürze, die ich grundlegend eigentlich bei fast allem verwende. Curry, ja. Hast du jetzt das Fleisch mit Curry und Paprikapulver gewürzt? Sehr gute Idee. Und das dann in die ins Öl zu schmeißen, in die Pfanne, sodass diese Gewürze schön verbrennen. Ist eine super Idee, Rainer. Finde ich klasse. Macht man nicht immer. Kommt immer aufs Gewürz an. Kommt immer aufs Zeug an, was man macht. Aber es ist eben meine Sache, wie ich das mache. So. Ja, und ich sag dir hier und jetzt, es ist absolut widerlich, was du da kochst. Schon wieder. Und nahrhaft ist es natürlich auch, ja. Das ist schön eingerührt. So, das kann ich jetzt mal wegtun. Wichtig ist jetzt hierbei noch ein Kochlöffel fürs Hackfleisch.
Ich nehme einen Kochlöffel deswegen, man kann ja auch an. Hä? Das kann man auch. Achso. Ich nehm deswegen einen Kochlöffel, weil es einfacher ist zu handhaben. Man kann auch einen Pfannenwender benutzen, machen viele auch. Aber fürs Hackfleisch ist mir ein Kochlöffel immer schon lieber gewesen. Ja, ich empfehle dir auch diesen Holzkochlöffel. Also wirklich jetzt ohne. Dieser Holzkochlöffel ist halt gut für die Pfanne, weil die Beschichtung da nicht abgekratzt wird. Es gibt auch extra jetzt mittlerweile solche, wie ist das, Plastik-Kochlöffel, die extra für diese Pfanne sind. Weil natürlich diese Metallpfannenwände oder was du dann hast, kratzen natürlich auch die Beschichtung ab teilweise. Deswegen sind diese Holzkochlöffel gar nicht so verkehrt. Oder die aus Plastik, die es gibt. So, man muss nur aufpassen, dass man ihn, wenn es einer wie aus Plastik ist, so wie der hier, ist mir schon mal angeschmolzen. Ja, das ist, der ist ja auch nicht für die Pfanne gedacht, dieser Kochlöffel, den du da hast. Muss man ein bisschen aufpassen, dass der halt nicht anschmilzt. So, habt ihr bestimmt bei anderen Kochleuten auch schon mal gesehen, falls ihr sowas überhaupt guckt, ich weiß nicht. Nein. Also, wenn man irgendwo ein Kochvideo im Internet sieht, hundertprozentig nicht, habe ich schon mal dieses Sifftuch, was unter dem Hackfleisch liegt, gesehen. Was diese Flüssigkeit aufsaugen soll, die dieses Hackfleisch absondert. Nein. Absolut hundertprozentig nein. Wenn ihr so ein Video findet, postet es gerne in die Kommentare. Aber es darf kein reiner Video sein. Ganz wichtig. Das zählt nicht. Nie vergessen, auf dem Hackfleisch ist unten immer, normalerweise ein anständiges Hackfleisch ist zumindest. Nein, Rainer. Anständiges Hackfleisch kaufe ich beim Metzger und nicht in dieser Plastikschale. Immer noch so ein kleines Papier dabei. So. Es saugt die Flüssigkeit auf, damit das da nicht drin schwimmt. Nie vergessen, weil ich meine, gut, ihr merkt es, wenn ihr umrühren wollt. So. Jetzt zerteile ich ein bisschen das Hackfleisch. Mach mal. Ah, ich dachte schon, er zeigt uns jetzt die Pfanne. Aber nein, er hat die Kamera nur ein bisschen gedreht, damit man ihn weiter sehen kann. Ja. Klasse. Einfach klasse. Jetzt zerteile ich ein bisschen das Hackfleisch einfach, damit es ein bisschen einfacher ist. Wieso einfacher? Natürlich musst du das Hackfleisch zerteilen oder willst du deinen ganzen Klumpen braten? Okay, nie vergessen, ich muss noch ein wenig Öl nachkippen. Ja, du. Gib mal lieber Öl nach, Rainer, ja. Immer dran denken, mit dem Öl nicht sparsam sein. So, das war's mit dem Öl schon. Was ihr nie vergessen sollte, wenn ihr eine Wokpfanne benutzt, also die Wokpfanne ist ja so oval. Eine normale Pfanne ist flach, das heißt, da verteilt sich das Öl schön. Bei einer Wokpfanne habt ihr das Problem, dass das Öl nach oben ja auch muss. Normalerweise ein bisschen schwenken. Ich habe jetzt aber nicht viel Öl drin gehabt, deswegen hat man da nicht wirklich viel von gemerkt. Wie viel Öl machst du da rein? Wieso musste an der Seite auch Öl sein? Okay. So, jetzt würze ich nochmal ein bisschen nach. Das Würzen mache ich prinzipiell nach Gefühl, weil ich koche schon so viele Jahre, ich merke das gar nicht. Also ich koche halt einfach. Du merkst schon lange nichts mehr, Rainer. Also was du da kochen nennst. Nee. Jeder Koch-Azubi im ersten Lehrjahr hat mehr drauf als du. Ne? Im Prinzip koche ich frei Schnauze. Ja, nee, nicht so ganz. Du hast dieses Maggi-Zeug. Das ist nicht frei Schnauze. Das ist alles schon fertig. Da sind ganz viele Geschmacksverstärker teilweise auch drin. Oder? Ich glaube. Oder bin ich? Nee, manchmal steht er ja drauf ohne Geschmacksverstärker. Ach, ist auch egal. Ich habe das auch immer schon im Gefühl gehabt eigentlich. Ich erinnere mich nie irgendwie,
Also ich habe auch schon was versalzen. So ist es nicht, muss ich dazu sagen. Aber es passiert mir äußerst selten, dass ich irgendwas versalze oder verwürze. Ja, einfach Curry nachschütten. Passt schon. Ich weiß nicht. Es passiert mir einfach nicht so oft. Nee. Sollte einem auch nicht, Rainer. Außer man rutscht halt aus mit der Hand. Irgendwie. Weiß ich nicht. So. Jetzt brate ich das Hackfleisch ein bisschen an. Mach mal. Hat natürlich jetzt durch Curry und durch Paprika schon mal einen geilen Geruch auch. Geiler Geruch. Ist ja gut, dass kein Geruch. Ich muss übrigens dazu sagen, ich würze alles nach. Ja? Also ich würze wirklich alles nach. Tatsächlich von, ich habe vergessen, ich brauche nochmal Öl für die kleine Pfanne später. Rainer würzt sogar Gewürze nach. Und zwar habe ich ja noch das Pfannengemüse, das Pilzpfannengemüse. Passt, vergessen. Muss ich auch noch putzeln dann. Ja, also im Prinzip habe ich schon vergessen, was ich sagen wollte. Verdammt. Würzt alles nach, Rainer. Ach so, ich würze prinzipiell alles nach. Selbst Tütensuppen. Ich habe ja auch. Das mit Curry? Oder was? Du würzt Tütensuppen nach? Das ist, weil deine Geschmacksnerven einfach abgestorben sind. Oder abgestumpft, besser gesagt. Ne? Du hast überhaupt diesen natürlichen Geschmack, den kennst du gar nicht. Du brauchst das absolut überwürzt. Deswegen stehst du auch auf diese Monster Energy Drinks und haust dir 20 Würfel in deinen Zucker, in deinen Kaffee. Bin ich schon selber will. Würfelzucker in deinen Kaffee haust du dir, bis zum geht nicht mehr, weil du das anders gar nicht mehr gewohnt bist. Ne? Dein Körper braucht diese Extreme mittlerweile. Und deswegen siehst du auch so aus, wie du aussiehst. Und zum Tütensuppen, ja, also ich habe hier. Oh Mann. Ich habe hier immer so ein kleines Teil hier. Da ist immer Tütensuppe drin. Da habe ich immer. Ich dachte jetzt, da ist jetzt Pulver drin. Wirklich. Ich dachte, da ist. Dieses Ding ist voll mit irgendwelchem Maggi-Pulver. Also da waren ja diese Tüten von Maggi drin. Aber ich dachte wirklich, er hat sich so eine. Bei Metro oder so gibt es ja auch diese riesigen Teile für die Küche. Also für die Profiküche tatsächlich gibt es ja diese riesigen Teile. Hat er sich da geholt und dann da in diese Box geschüttet. Und ab und zu macht er immer noch einen Löffel da irgendwo rein. Ach Gott. Und dann wird es mich tatsächlich irgendwie jetzt nicht mehr. Und in der Tütensuppe ist es tatsächlich so, dass ich selbst die nachwürze. Die schmeckt mir auch so und alles, ne? gar keine Frage. Aber die schmeckt nicht so gut tatsächlich. Wenn man die nicht nachwürzt, finde ich jedenfalls. Ja. Weiß nicht, vielleicht kommt das irgendwann aus meiner früheren Arbeit mal. Ich habe ja auch mal wegen als Koch gearbeitet. Ich eigentlich, was Nein, kein verdammter Koch würzt Tütensuppen nach. Also jetzt mal wirklich, Rainer. Das kommt aus meiner früheren Arbeit als Koch. Also, nein. Ey. Jeder Koch würde sofort Selbstmord begehen, wenn er dieses Video sieht. Was ich so ohne große Ausbildung machen kann. Natürlich nicht als Koch, sondern als Kochassistent in dem Sinne. Du hast wahrscheinlich irgendwelche Sachen geschnitten. Gurke oder sowas. Oder was Spüler irgendwo. Als du in deiner Zeitarbeitsfirma warst, wurdest du wahrscheinlich irgendwo mal hingeschickt. Hier, Frühstückskoch, Beikoch, irgendwie so ein Quatsch. Und so, hier, der Junge, ja, der hat bei Mutter gelernt. Den könnt ihr da in die Küche stellen. Und dann durftest du Teller abwaschen oder auch mal eine Gurke schnibbeln. Ja, und das war deine große Kochzeit. War zumindest die Berufsbezeichnung. Klar, Rainer, klar. Das ist der hier. So. Und da ist halt wirklich die Sache, ist das der richtige? Ja. Da ist halt wirklich die Sache, dass ich halt in erster Linie, jetzt kann ich die Nudeln mal reintun, das Wasser kocht, das muss ich mich mal kurz ein bisschen beeilen. Mhm. Ich mache das jetzt aus Einfachkeit, weil man es beim Essen nachher machen kann,
leichter machen kann. Ich knick die ab. Ja, mach. Es ist, es hat einfach was mit Einfachheit zu tun. Ja. Das habe ich für Kinder damals auch gemacht, ja. Die in der Mitte durchgebrochen, damit die nicht so diese Probleme hatten beim Essen später, weil die können halt noch nicht diese Gabel-Löffel-Technik. Also ja, echte Italiener machen das ohne Löffel. Aber ja, Rainer. Wenn die schon gebrochen sind, sind sie nicht so lang später, logischerweise. Hm. Und das ist tatsächlich logisch. Moment, jetzt muss ich mal ein bisschen beeilen, kurz. Warum hast du den nicht schon vorher gebrochen? Und in der Schüssel hättest du es einfach reinschmeißen können. Vorbereitung ist alles. Sag mal, wie viele Nudeln machst du denn da überhaupt? Kleiner Funfact mal über mich. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Aber damals wie heute. Er hat tatsächlich die ganze Packung gemacht. Er hat sie gerade weggeschmissen. Alter Falter. Wie viele Portionen machst du denn da, Rainer? Das ist wirklich für eine ganze Familie. Also, wirklich. Wenn ich Hackfleisch brate, ich weiß nicht, wie gesagt, wo das herkommt, keine Ahnung. Aber ich rieche da immer Hühner. Okay. Interessant, Rainer. Interessanter Fun Fact, dass du Hühner riechst bei Hackfleischbraten. Hä? Ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Ist das bestimmt psychologisch interessant? Ich weiß nicht, ob es da Studien zu gibt? Keine Ahnung, aber vielleicht gibt es ja Hobbypsychologen, die mir sagen können, ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt. Ist da irgendwas falsch verdrahtet bei dir, Rainerle? Also, es ist Schweinehackfleisch, ne? Definitiv. Das beste Hackfleisch auf jeden Fall. Es ist Schwein. Und es ist vom Schwein. Nein. Aber? Ha, sag bloß, Rainer. Schweinehack vom Schwein? Hätte ich mir nie im Leben gedacht. Ich rieche da Hühner. Hm. Ich weiß nicht, wo das herkommt, tatsächlich. Wie gesagt, ich glaube, da ist was in deinem Kopf falsch verdrahtet. Vielleicht erklärt das so einiges. Ups, das war falsch. Das ist eine Dose und kein Papier und kein Plastik. Du hast einen Mülleimer, würde ich jetzt mal sagen, wo du Papier und Plastik zusammenpackst, aber keine Dose. Ergibt das Sinn? Nicht wirklich. So. Ach, schön, Rainer. Ich sehe so viel von dir. Wenn ich irgendwann an Dosen nicht ausstehen kann, dann ist das immer so viel überbleibt. Immer so, was drinnen hängen bleibt. Autsch. Was? In Dosen bleibt so viel hängen? Nee. Wovon redet er? Er hatte doch diese Champignons. Was soll denn da hängen bleiben? Ich verstehe nicht. Also wenn es jetzt irgendwie so gestückelte Tomaten gewesen wären und da ist halt noch diese, bleibt halt ein bisschen Tomatensaft drin rum. So what? Aber hä? Dosen Champignons? Was soll denn da zurückbleiben? So. Okay. Okay. Jetzt wird es gleich zischen. Ich hau mal das Pfannengemüse oder zumindest einen Teil vom Pfannengemüse schon mal in die Pfanne. Weil es eine recht kleine Pfanne ist, mache ich nur einen Teil davon. Mhm. So.
So, durch die Pilze und auch durch das Wasser, also durch das Wasser in den Pilzen und durch das Wasser in den Hackfleisch hat sich jetzt schon eine leichte Soße gebildet. Also eine Soße. Oh mein Gott, Rainer. Oh. Was soll man dazu sagen? Leichtes Wasser, was drin ist. Also werde ich jetzt hergehen, werde es jetzt noch ein bisschen verdunsten lassen, nur ein bisschen, weil dann einfach die Soße sonst zu wässrig wird. Ja, kann ich nichts gegen sagen. Genau. So. So. Okay. Nudeln mache ich mal aus, weil die sind schon fast fertig. Mhm. Das ist wahrscheinlich richtig laut. Hättest du ja auch mal so eine Nudel probieren können, um zu schauen, ob die schon fertig sind. Und warum machst du die aus und schüttest du die nicht ab? Oder gießt das Wasser ab? Hm? Ich bin schon im Vorfeld, aber wenn ich jetzt nicht die Dunstabzugshaube anmache, habe ich das Problem gleich, dass es ultra neblig wird hier innen. Und das will ich natürlich nicht, sonst seht ihr mich ja nicht mehr. So. Das wäre auch schlimm. Gut. Es wäre auch schlimm, wenn ich dich nicht mehr sehen würde in diesem Kochvideo, Rainer, anstatt das Essen, was du zubereitest. Was ich noch nicht einmal gesehen habe. So. Es ist schon mal schön. Die Gewürze kann ich mal zur Seite stellen, bitte. Die benötige ich nicht mehr. Die Dosen räume ich auch gleich weg. Klar. Schmeißt du auf den Hof, meinst du? Und weg ist er. So. Ich komme einfach nicht darüber hinweg, dass er sagt, er hat kochen gelernt, ne? Und dann haut er da sowas zusammen. Genau deswegen wollen die Leute auch diese Kochvideos sehen, Rainer, weil es einfach unglaublich ist, was du da zusammenrührst. Buh. Ich hoffe, dass ich es halbwegs gut hinbringe, wie auch immer, mit dem Video. Ich habe jetzt ein neues Programm auf meinem Hauptrechner. Ich habe ja einen Laptop und der Laptop ist hier in der Küche, weil ich da normalerweise immer Musik höre. War eigentlich auch so geplant, dass ich jetzt ein bisschen Musik höre. Aber so, jetzt kippe ich mal die Soße rein. Okay, Moment. Gut. Oh Mann, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sehen will, was er da macht. So. Moment. Rainer ist ein bisschen überfordert. Vorbereitung ist alles. So, das ist für mein Gemüse. Na echt, ey, alles in Schüsseln. Ich kann ja mal kurz die Kamera machen. Oh mein Gott, ich glaub's ja nicht. Oh mein Gott. Ja, ach du Scheiße. Nein, Rainer. Ey, ohne Witz, es sieht 1:1 aus wie Kotze da oben. Also wirklich. Oh, zum Glück habe ich heute noch nichts gefrühstückt.
Und wieso hast du eigentlich in dem letzten Video gesagt, du hast keinen Platz auf deinem Herd? Du hast 4 Herdplatten. Und in diesem Pfannengemüse, wie du es nennst, sind ja sogar Kartoffelstücke drinne. Mit Rosenkohl? Hä? Was ist das für ein was ist das für eine Kombi? Was ist das für eine widerliche Zusammensetzung? Diese Nudeln, die jetzt hier schön weich und matschig werden. Dieses, ja, was soll man dazu sagen? Diese Dosen-Champignons mit Hackfleisch, Schweinehack. Diese Maggi-Knorr, oder Knorr war das, Fix-Gewürzmischung. Und dann hier dieses Pfanngemüse mit Rosenkohl, Kartoffelecken, Bohnen, hier Karotten wahrscheinlich, Speck, kann das sein? Weiß ich nicht, meint er irgendwie ganz am Anfang? Schinken oder so? Och, Rainer. Nein, also wirklich nicht. Also ich habe in jungen Jahren auch schon viel Müll zusammengemischt, aber das habe ich, nee. So noch nie. Ich habe auch schon, nee. Ist das ekelhaft. Boah, das kannst du doch nicht ernsthaft essen wollen. So. Also wie gesagt, Moment, ist das nicht dieser Plastikschaber da? Wo er meinte, der ist ihm angeschmolzen? Warum nutzt er den schon wieder? Das ist alles Hackfleisch und das sind die Nudeln. Die habe ich mittlerweile schon ausgemacht. Also die Nudeln sind schon aus. Das Hackfleisch. Ja, ist aber noch. Gut, die Nudeln, die sind nicht aus, Rainer. Der Herd ist ja noch ein bisschen heiß. Man sieht es ja. Und die kochen ja auch noch weiter. Also die musst du abschütten. Sonst werden die einfach nur weich und matschig. Profi-Koch, ey. Pfann, genau. Das Pfanngemüse ist mittlerweile auch schon aus. Aus? So. Wieso ist das aus? Das ist an. Du meinst durch oder gar. Genau. Ja, leg mal diesen Plastiklöffel da an den Rand hin. Sehr gute Idee. Eigentlich fehlt da nur noch ein Schnitzel oder so. Ach komm, Rainer, jetzt tu nicht so. Du. Nein, das machen Profiköche, ja, mit 2 Löffeln. Einer geht ins Essen, einer geht in den Mund. Damit man halt seine Keime nicht in diesem ganzen Essen verteilt. Ne? Aber du bist doch der Einzige, der davon essen wird. Das kann doch völlig egal sein. Das hast du irgendwann mal irgendwo gesehen. Aber du hast nicht verstanden, warum die Leute das machen. Aber Profikoch. Na, lecker. Ja, das ist schon ganz, gar nicht so schlecht. Ach, gar nicht so schlecht, ja. Vielleicht ein bisschen zu kalt. Zu kalt? Ja, dann dreh mal auf. Den Herd. Zu kalt ist. Oh Gott. Soll ich nochmal richtig kochen, tatsächlich? Mhm. Fängt jetzt auch an zu blubbern, wenn man es sieht, ich weiß nicht. Es hat noch nicht einmal hier gekocht. Ein bisschen. Genau. So. Das Pfanngemüse nehme ich jetzt schon mal runter. Wie gesagt, da wird eine ganze Familie von satt, beziehungsweise. Kotzt sich eine ganze Familie voll, wenn sie das sieht. So. Das mache ich nochmal an. Mhm. Weil Pfanngemüse ist ja nicht alles. Ach, da kommt noch was. Da. Das war jetzt ja. Gemüse schon nochmal so schnell. So. Ah, sehr gut. Weil ich koche ja für 2. Nicht für einen. Du bist ja auch eine Person, die wie 2 wiegt. Und nein, das war keine Anspielung auf mein Gewicht. Doch. Denke schon.
So. Hattest nie eine weibliche Person oder sonst irgendjemand da? Ey, wer das als externe Person da hinkommt und das sieht und das ist. Nee. Das kann. Nein. Kein Mensch. Na gut, außer gibt es Rainer zweimal irgendwo? Als weibliche Version? Da ist ein bisschen mehr Blumenkohl drin, weil ich mag ein bisschen mehr Blumenkohl. Bitte was? Wo ist denn da Blumenkohl? Seht ihr da irgendwo Blumenkohl? Ich glaube, er meint den Rosenkohl. Die bessere Hälfte mag zwar auch Blumenkohl, aber nicht ganz so gerne. Deswegen nehme ich mal ein bisschen mehr Blumenkohl. Wie bist du da? So. So, sehr schön. Damals schon, ey. Meine Güte. Vielleicht ein bisschen wenig Nudeln. Ja, stelle ich notfalls nochmal welche hin. Wenig Nudeln? Wie viel isst du eigentlich, Rainer? Also ich habe mir damals, ich habe auch Portionen reingehauen, aber doch nicht eine ganze Packung Nudeln. Uff. Die Soße reicht sowieso für ein bisschen mehr. Ja. Kann man jetzt auch hergehen, wenn man, was ich habe, Kartoffeln daheim hat und so, kann man jetzt zum Beispiel hergehen und die Kartoffeln nochmal zusätzlich zum... Dann kann man die Soße, weil die wird eh nicht alle bei uns heute, weil wir sind nur zu zweit. Das ist ja viel mehr als für zwei Leute. Und ja. Hast ja auch, hättest ja auch einfach nur eine Packung machen können. Das, was du da gemacht hast, ist ja schon fast suppenmäßig. Ja, wie gesagt, auch mit meinem Gewicht. Und da werden wir es dann so machen, denke ich, dass wir dann Kartoffeln nehmen. Und noch ein bisschen Kartoffeln mit reinmachen, vielleicht noch ein paar Nudeln und so. Und jetzt dann nochmal. Ja, natürlich. Kartoffeln und Nudeln. Als eine Art Gulasch essen. Also das ist kein richtiges Gulasch. Ich habe auch noch anderes Fleisch da. Also ich habe noch Hackfleisch, ich habe noch Fleisch da. Das kann man zum Beispiel klein schneiden, in Streifen oder so. Und in der Pfanne anbraten. Und dann dazu essen. Ist halt blöd, weil schon Hackfleisch drin ist. Genau. Genau, ja. So. Also, was für ein Geschwafel, Rainer. Wirklich. Man merkt, du hast kochen gelernt. Ich kann es nur immer wieder sagen. Dieser Mensch behauptet, er hat kochen gelernt. Nein. Dieser Mensch würfelt irgendwas zusammen. Und das schmeckt dann wie... Boah, wahrscheinlich. Hoffnungslos überwürzt. Ne? Haufenweise Kohlenhydrate und Fett. Ist unglaublich. Ist einfach unglaublich. Ah, jetzt werden die abgegossen. Sehr gut. Ganz toll. Oder werden die überhaupt abgegossen? Okay. Normalerweise würde man die Nudeln jetzt. Abgießen. Ich mache das ein bisschen anders. Ich habe nämlich so ein geiles Gerät hier. Und damit werde ich hergehen. Und werde die Nudeln abfischen. Warum? Das hat den Vorteil, dass die Nudeln ein bisschen länger warm bleiben, wenn noch welche im Topf sind. Und ich schaff das nicht mehr. Rainer, du holst jetzt nur ein paar Nudeln aus diesem Wasser raus. Ja, willst du mich verarschen? Du Profikoch. Wenn die in diesem Wasser bleiben, werden die doch total matschig, wenn sie es nicht eh schon sind. Und jetzt fischst du da nur die raus, die du brauchst, die Portion. Mensch, Rainer, gieß die ab und lass die in dem warmen Topf sonst noch bleiben, wenn du die noch warm halten willst. Aber doch nicht in dem warmen Wasser, die werden nicht besser. Und das ist halt einfacher. So, das können wir mal ausmachen. Oh Mann. So. Gut, und damit bin ich eigentlich auch schon fertig mit dem heutigen Video. Beziehungsweise, wie weit sind wir von der Zeit her? 28, 26 Minuten. Ja, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Gute Uhrzeit. Ah, hat 3 Minuten rausgeschnitten, mindestens. Nicht schlecht, Rainer. Genau. So. So.
Ich kann. Ach man, warum hat er jetzt die Kamera drauf geschwenkt? Jetzt muss ich mir dieses Zeug da ansehen. Ich weiß aber auch nicht, was besser ist. Diese Pampe oder rein in das Gesicht? Warum hast du das jetzt nicht geschnitten? Was machst du? Was macht er denn jetzt? Das wären Nudeln gewesen. Okay. Das ist die Soße, die stelle ich jetzt mal nach hier hinten. Mach mal. Einfach damit sie nicht nochmal anbrennen kann. Was soll denn da anbrennen? Das war's im Prinzip. Ich nehme jetzt noch die. Das restliche Pfanngemüse vom. Ich glaube, es raucht da ein bisschen, Rainer. Pass auf, dass niemand die Feuerwehr ruft. Das restliche Pfanngemüse von der Kochstelle. Gut. Jo. Ganz wichtig, heiße Pfannen nie kalt abwaschen. Ja? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das dürft ihr auf keinen Fall machen. Das ist echt problematisch dann. Geht nämlich die Beschichtung ab. Da fängt es durch an zu brutzeln. Oh Gott. Ja, Reinhard, also man hat ja gesehen bei dem Wok, du machst dir auf jeden Fall Gedanken um diese Beschichtung. Mhm. Aber danke für den Tipp. Ja, gut. Ich hoffe, es hat euch soweit Spaß gemacht. Ist nicht wirklich was Besonderes. Keine Ahnung. Nein, das ist nicht mal was Besonderes. Das ist einfach nur widerlich. Das ist absolut widerlich. Was in Zukunft noch so kommen wird. Gesichtskirmes? Was denn jetzt? Ich bin der ganze Heißer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Am Ende haut er noch so eine Scheiße raus. Sehr gut, Rainer. Sehr gut. YouTube-Partnerkräfte, ne? Einfach nur klasse. Oh. Aber hey, gut. Er hatte damals noch Ambitionen und hat tatsächlich was eingefügt. Er hat sich richtig Mühe gegeben. Es sieht halt aus wie ein Video von 2010. Aber alle, Chapeau, du hast dir Arbeit gemacht. Das würde heute nicht mehr so passieren. Nee, hier innen ist nicht angeschürt. Und wenn man kocht, geht natürlich die Hitze nach oben und die Kälte nach unten. Was natürlich dafür sorgt, dass die Kälte unten ein bisschen schlimmer wird für den ersten Moment. Und bitte, was? Hä? Was war denn das jetzt? Dementsprechend, ja. Ganz so schlimm ist es nicht, wie es ausschaut. So, wie dem auch sei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Ich werde jetzt essen. Ich werde meiner besseren Hälfte auch was zu essen bringen. Dann ist ein bisschen krank. La, ist die krank, Rainer. Die wilde Lisa liegt krank im Bett, ja. Ganz bestimmt. Und wenn sie krank ist, dann ist diese Nudel, Hackfleisch, Champignon, Rahm, Pfannengemüse, Kombi, natürlich das Allerbeste, um wieder gesund zu werden, ne? Anstatt eine von diesen Tütensuppen zu nehmen. Vielleicht hättest du dir da vorher über diese Lüge Gedanken machen sollen, Reinhard. Just saying. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hör auf zu schnipsen. Ja, wie gesagt, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Haut rein, euer Drache und tschö tschö. Traumhaft. Ich wünschte fast, ich hätte nicht gesehen, was er da zusammengerührt hat. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Jetzt wissen wir, wie wir, ja, was war das überhaupt? Champignon-Rahmsoße eigentlich nur mit, Mist. Also, das wird jetzt alles in die blaue Futterschüssel reingeschmissen, denn er mag keine Teller. Und dann wird er die ganze Portion essen. Alles. Denn wir wissen, damals gab es ganz bestimmt kein Bärchen, was da irgendwo krank im Bett rumlag. Hundertprozentig nicht. Uiuiui. Vielen lieben Dank an euch alle, die das hier bis zum Ende mit mir durchgehalten haben.
Oh, wir haben die Stunde tatsächlich geknackt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wie der Rainer so schön sagt. Ne? Ich werde mich vielleicht dann an dem Gulasch versuchen. Das geht aber 1,5 Stunden fast. Und dafür habe ich ein bisschen Schiss. 1,5 Stunden Rainerle dieses Gulasch zubereiten zu sehen. Aber gut, egal. Ja. Metal off, ihr Lieben.